Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play mit mir, dem Gunshot. Auf der Map Zarot diesmal. Wir hatten auch schon stark geschossen gerade. Wir sind weiterhin, wie ihr seht, als Pionier unterwegs. Da halt hier natürlich doch die Fahrzeugaktivität ziemlich hoch ist. Wir versuchen gerade einfach ein Squad-Mitglied bei seinem Heliflug etwas zu unterstützen, natürlich auch mit Reparatur. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie das auf dem Server hier allgemein aussieht. Ist schon ein bisschen spät heute. Hoffe trotzdem, dass die Leute alle noch fresh im Kopf sind und vor allem gut bei der Sache, damit wir hier ein gutes Let's Play zusammenkriegen. Ich selbst habe jetzt am Wochenende leider nicht allzu viel zusammengekriegt an Let's Plays. Ich habe mich jetzt nochmal angesetzt heute, um einfach noch eins nachzuliefern. Ich habe am Wochenende viel ausprobiert, gerade was Videobearbeitung mit Sony Vegas Pro angeht, etc. Und das nimmt halt noch viel Zeit in Anspruch. Aber ja, dadurch nun mein neues Outro jetzt, wie ihr sehen könnt. Hoffe, es gefällt euch soweit. War natürlich ein Heidenstück Arbeit, das alles so ordentlich hinzukriegen. Und überhaupt hatte ich ja vorher auch noch nicht viel Ahnung, was das angeht. Und muss mich da erstmal so ein bisschen belesen und die YouTube-Kanäle abklappern und gucken, was für Tipps man da kriegen kann und so weiter, wegen der Bearbeitung. Ich finde, ich mache das eigentlich schon ganz gut. Ich gebe mir zumindest größere Mühe. Und ansonsten kommen wir jetzt weiter zum Game. Und springen dann auch gleich mal hier ab, wenn er uns ein bisschen... Na. Den jetzt rauszuspringen, wäre ein bisschen doof. Den haben wir jetzt auch gerade repariert. Ja, kein Problem. Ich springe jetzt hier mal raus. Komm zurück! Komm sofort wieder her! Wir haben gerade Einsatz Team Charlie neutralisiert. Können wir uns hier direkt mal so ein geklopptes Fahrzeug rausziehen? Das hat sich meine Kampagne stark mitbearbeitet. Wir haben es wenigstens noch mal getroffen. So viel ist sicher. Wir waren jetzt auch gerade bei Foxtrot. Geht natürlich dolle ab. Gerade bei unserem Punkt hier. Wir gehen einfach mal mit dem Panzer hin. Um die da vielleicht mal ein bisschen zu vertreiben. Wir haben wieder dabei die HE-Munition und die Smart-Munition. Wo will er hin? Ja, trotzdem zerstört, du Lappen. Den haben wir auf jeden Fall schon mal weg da. Ab und zu, wenn ich auch immer Ausdrücke wie Lappen bringe oder sonst irgendwas, müsst ihr mal entschuldigen in dem Moment. Wir sind hier im Krieg, das ist mein Feind. Dementsprechend muss ich dem auch ein bisschen Hass entgegenbringen. Was ich natürlich nicht aufs Real Life beziehe. Gut, der ist Schrott. Dann haben wir jetzt hier hoffentlich erstmal wieder ein bisschen Ruhe und können den Punkt einnehmen. Okay, hier ist irgendwo noch dieses blöde Ding hier. So. Ich steig hier kurz mit ein, weil hier sind wir eigentlich so weit durch. Schauen wir uns das Ganze mal ein bisschen von außen an. Kein Problem! Feindliche Rakete im Anflug! Da hin.
dass ich so gedacht. Das war einer von uns, okay. Hat er den wohl selber übersehen? Okay, Hilfe. Da vorne haben wir einen Panzer, nächstes Ziel. Aber wir können ja erstmal versuchen, die hier von der Seite ein bisschen mitzunehmen. Der hat uns zuerst gesehen. Jetzt müssen wir so ein bisschen. Ja, schade. Drei Leute waren es. Das waren dann doch ein bisschen zu viel für mich und meine P2000. PP2000 immer noch. Selbst bei den paar Schuss. Das reicht nicht aus, um die da komplett wegzuhageln. Stangen wir hier und einer braucht bestimmt ein bisschen Hilfe. Bei der Flak. Ah, hier ist es wieder. Wir werden ihn einfach mal fleißig operieren von hinten. Hoffentlich kriegt er die Flak weg. Jetzt ballert uns natürlich irgendwer ab. Ja. Hat mein Bestes getan, um ihn da wenigstens irgendwie zu unterstützen, dass er die Flak da wegkriegt. Hat er nicht ganz hinbekommen, glaube ich. Aber noch lebt er, wenn ich das richtig sehe. Nee, ist ausgestiegen. Flak scheint aber nicht mehr zu stehen. So, wir. Wo gehen wir denn hin? Wir gehen mal zu Alpha. Um den Punkt nochmal ein bisschen zu halten. Das ist nicht allzu einfach zu machen, den hier zu nehmen. Haben wir direkt einen Feind gesehen und der SPM, das Fahrzeug uns auch. Ist eigentlich schade, dass ich den jetzt gerade übersehen habe. Aber ich hoffe, ich kann jetzt einfach nochmal bei Alpha spawnen. Ja, noch kann ich's. Geht's nicht mehr, aber das Bottenfliegen ist ja noch hier. Ja, du drehst dich, du drehst dich, du drehst dich und ich gehe hier rein und hoffe, ich überlebe das. Ja, jetzt ist hier zu viel los, direkt bei ihrem Spawnpoint natürlich, also ihrer Basis. Ich hatte bloß gedacht, wir können jetzt hier vielleicht noch ein bisschen länger halten. Na gut, das endet ja jetzt damit. Dass ich geschossen wurde, war so eben eiskalt. Du brauchst gerade keine Reparatur, oder? Nein, dann steige ich einfach mal mit aus. Und werde hier ein bisschen vom Boden aus hier zusehen, dass ich hier ein bisschen was geregelt kriege. Boah! Kam er direkt um die Ecke. So. Wenn wir das jetzt auch wieder so doof wird, wollen wir nicht nochmal sterben, ne? Das sind immer dumme Spielszenen, die man zeigt dann. Scheint gerade keiner zu sein von den Feinden, haben das nochmal hinbekommen. Die lassen Foxtrot jetzt auch in Ruhe. So, was hab ich da? Was müssen wir hier natürlich machen? Gut, keine Kollision. Das war zu schlimm. Sicht, dann sehe ich das hier alles ein bisschen besser. Links haben wir Minen, ich hoffe, er will da jetzt nicht rüberfahren.
jetzt einfach mal hier. Ja, komm, das Fahrzeug brauchst du nicht unbedingt hier drin. Hinten natürlich immer noch übersehen die Flak. Hier steht ja immer noch, vielleicht auch eine neue. Also Panzer. Das ist schön. Was hat er gerade geschossen? So, jetzt müssen wir flinke Füße haben. Oh, Killhilfe, gut. Das hat schon ausgereicht. Ja, und das Gebäude bricht zusammen. Wir waren drunter. Ärgerlich. Gerade noch so ein kleiner Erfolgserlebnis, mal wieder einen Tank rausgenommen zu haben. Muss einem natürlich gleich alles über dem Kopf zusammenbrechen. An sich nicht so schlimm. Wir haben ja hier noch ein paar Leben lieber. Die Russen hingegen haben jetzt gerade schon ein bisschen Probleme. Sieht wohl ziemlich gut aus. Das Gebäude stürzt wahrscheinlich auch gleich ein und ich werde wieder drunter sein. So, hinter euch, Leute, da müssten. So, pass auf. So, den haben wir bekommen. Der hat gedacht, der kann davon fliegen. Schau mal. Jetzt, ja, von hinten. Ich habe gerade auf dem Minimap gesehen, wie viele mir da gerade hinterherkommen. Da kannst du ja nichts machen. Gut, wir steigen mal ein. Bravo formiert sich zurzeit alles. Wir gehen auch mal zu Charlie. Dass wir das nicht komplett verlieren. Bitte, ein Granatwerfer. Steht der hier unten drinne? Gut, jetzt habe ich Killhilfe bekommen. Hieß, jetzt haben sie nämlich Delta und Charlie gleich. Aber punktetechnisch dürfte das jetzt nicht mehr allzu viel ausmachen. Genau, wir gehen auch mal unten durch. Dass die Munition von unserem Granatwerfer-Typen jetzt langsam leer ist, beziehungsweise verschossen. Hier die Treppe würde ich jetzt mal nicht hochgehen. Achtung! Einsatzziel Foxtrot wurde neutralisiert! Wir haben die Kontrolle über Einsatzziel Charlie. Ich habe Sichtkontakt zu einem feindlichen Panzerjäger, westlich deiner aktuellen Position. Bisschen schauen. Bis jetzt ist nichts gespottet oder ist es noch gar nichts hier? Darauf würde ich mich aber nicht verlassen. Na, sag mal. Ja, genau. Ich habe das Treffen verlernt jetzt. Das, blockiert mich jetzt gerade ein bisschen, dass ich da den eben gerade nicht killen konnte. Ja, und gleich geht's los hier. Direkt wieder. Noch machen wir ein paar Flugmanöver. Und hoffen wir, dass wir das irgendwie aufhalten hier. Achtung! Jemand wurde soeben als HZ getaggt! Ah, immer die ganze Zeit so bedeckt zu fliegen, ist natürlich auch nervig. Gut, haben wir die noch mitnehmen können? Jo. Ich weiß, wir hatten noch 39, es hat aber keinen Sinn hier auf der Map.
Ja, genau! Er hat sich jetzt mein Heli geklaut und mich getötet. Ja. Der, der natürlich die Flak hat, hat hier einen Vorteil, was das angeht. Ich habe hier andauernd bloß Beschuss. So. Aber wenn er da so viel Spaß dran hat, habe ich da noch mehr Spaß dran. So. Keine Ahnung, ob der jetzt hier drin ist. Was machst du denn da? Komm zurück! Okay, scheint beseitigt worden zu sein. Das heißt, wir können uns auf andere Flugziele konzentrieren. Wie ihn hier. Na. Ja, mit meinem Kill kam dann zum Glück trotzdem noch der Sieg. Ja, der Kill, dass ich gekillt wurde, leider. Aber es läuft halt nicht alles immer perfekt. Trotz alledem, Zavod, was soll man anderes sagen? Eigentlich eine ganz geile Map. Wenn man hier natürlich auch noch konzentriert mit seinem eigenen Squad durch die Örtchen streift, dann ist das natürlich super. Gerade mit Absprache und Taktik macht das hier richtig Fun. Ich mache zurzeit ja mehr die Solo-Let's Plays. Einfach bloß, um noch ein bisschen reinzukommen, bevor ich mir dann noch meine Leute dazu hole. Ja. Ansonsten hat es mir wieder Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und hoffe, ihr seid natürlich auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt Let's Play Battlefield 4 mit Gunshot. Bis dahin wünsche ich euch was. Euer Gunshot.